Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Und das sind heute diese. Im Namen des Papstes Urteil gegen früheren Kammerdiener. Im Namen des Volkes Chavez will Präsident bleiben. Beide Seiten signalisierten in den letzten Tagen, sie wollten keinen Krieg. Es gab Entschuldigungen, Panzer wurden zurückgezogen. Und doch, Syrien und die Türkei beschießen sich weiter. Auch heute schlugen syrische Mörsergranaten auf türkischer Seite ein, 3 an der Zahl. Von dort aus erwiderte das Militär sofort das Feuer. Nun stellt sich die Frage, wer ein Interesse daran hat, den Konflikt weiter zu schüren, wenn es nicht die Regierungen der beiden Länder sind. Und da fällt auf, dass sich genau im Grenzgebiet die syrische Armee und die Rebellen bekämpfen. Thomas Stephan. Gefechtslärm. Das türkisch-syrische Grenzgebiet auf der anderen Seite kämpfen Assad-Truppen und Aufständische gegeneinander. Die Artilleriegeschosse, sagt er, schlagen um die Grenze herum ein. Sie schießen selbst auf Fahrzeuge, die Verletzte in die Türkei bringen. Und die Türkei schießt zurück, andernorts. Unwirklich scheinende Ruhe. Kämpfer der Freien Syrischen Armee patrouillieren an diesem Grenzübergang, den sie erobert haben. Das Grenzgebiet, ihr Aufmarsch- und Rückzugsraum. Nun sind die Kämpfe dort heftiger geworden. Würden die Türkei oder andere Staaten stärker in den Konflikt verstrickt, den Aufständischen käme das wohl entgegen. Sie fordern schon lange eine Flugverbotszone. Die Sache der syrischen Opposition, viel Sympathie gibt es dafür in der arabischen Welt. In Kairo warben heute oppositionelle Syrer für ihren Kampf. Diese 3 jungen Männer waren an der Front, sie fordern internationale Unterstützung. Alle Länder reden nur, aber keiner tut etwas. Nur Worte, keine Taten. Alle sagen, wir sind für die Revolution und gegen Assad, aber es fehlen Taten. Bashar Assad zeigte sich heute bei einer militärischen Gedenkfeier. Er ist unter Druck, aber er hält sich an der Macht, auch wegen des Rückhalts aus China und Russland. War es nur ein Zufall, gerade heute mitten in der angespannten Lage lieferte Russland dem Assad-Regime Medikamente und Verbandmaterial. Der Bürgerkrieg in Syrien ist auch ein Konflikt internationaler Interessen. Die Granateinschläge in der Türkei. Inzwischen wird spekuliert, ob die Aufständischen selbst ins Nachbarland feuern, um ein internationales Engagement zu erzwingen. Dieser Kämpfer der Freien Syrischen Armee in Kairo zeigt uns seine Folterbrandwunden. Er will unerkannt bleiben und er ist sich sicher. Das macht doch keinen Sinn. Dort gibt es Flüchtlinge. Warum sollen wir in die Türkei schießen? Aber Assad würde uns das gerne in die Schuhe schieben. Sein Regime ist verantwortlich. Türkisches Militär an syrischen Grenzen. Assads Festhalten an der Macht hat zu einer angespannten Lage in der Region geführt, aber noch nicht zu einem internationalen Eingreifen, das sich große Teile der Aufständischen wohl erhoffen. Paolo Gabriele war Mitglied der sogenannten päpstlichen Familie, ein exklusiver Zirkel von weniger als 10 engen Vertrauten des Papstes. Doch dann nutzte der Kammerdiener des Kirchenoberhauptes seine Position, um geheime Papiere zu kopieren und sie weiterzugeben. Weil er um das Wohl des Papstes besorgt war, sagt er, weil er überall Übel und Korruption gesehen habe, von denen der Papst nichts wusste. Der Fall wurde in Anlehnung an ein Internet-Enthüllungsportal als WatiLeaks bekannt. Heute sprach das Vatikangericht sein Urteil. Michael Mandlik. Sichtlich nervös wirkte der Angeklagte Paolo Gabriele, rechts im Bild, unmittelbar vor dem Urteilsspruch. Im Namen Papst Benedikt XVI. Verkündete Richter Giuseppe Dalla Torre das Strafmaß. 1 Jahr und 6 Monate Haft sowie die Übernahme der Prozesskosten. Eine Strafe, die weit milder ausfiel als ursprünglich von der Staatsanwaltschaft gefordert, so dass sich auch Paolo Gabriele zuletzt ein Lächeln abbringen konnte. Offiziell scheint der Fall also geklärt, doch viele Fragen bleiben offen. War Gabriele wirklich der Einzeltäter, der über mehrere Jahre hinweg vatikaninterne Papiere von den Schreibtischen der Papstwohnung entwendet, kopiert und diese Kopien zuletzt an Journalisten weitergegeben haben soll? Waren die Medien in den vergangenen Wochen und Monaten also auf dem Holzweg, wie zum Beispiel auch der Journalist, der über angebliche Eifersüchteleien bis hin zum Hochverrat durch deutsche Mitarbeiter im Umfeld des Papstes berichtet hatte, bei voller Namensnennung?
Die Betroffenen reagieren nun mit harten Vorwürfen. Es ist meiner Ansicht nach peinlich, wenn man sich auf ein solches Niveau herablässt. Und ich wundere mich, dass er, der in diesem Artikel sich Gedanken darüber macht, ob Paolo Gabriele vor der Sonntagsmesse wohl zur Beichte geht, sich keine Gedanken macht, wie er dem Herrgott gegenübersteht, wenn er ganz bewusst und gezielt Rufmord praktiziert. Lange auch steht schon im Raum, was Vatikansprecher Lombardi nach der Urteilsverkündung andeutete. Er wollte nicht ausschließen, dass der dreifache Familienvater Paolo Gabriele demnächst begnadigt werden könnte durch Papst Benedikt XVI. Das Ausmaß des jüngsten Organspendeskandals ist noch unklar, aber schon heute gab es umfassende Konsequenzen, gezogen vom Aufsichtsrat des Klinikums Rechts der Isar in München. Der entschied, die betroffene Abteilung im Krankenhaus wird praktisch komplett ersetzt. Es soll ein ganz neues Zentrum für Transplantationsmedizin geben. Auslöser waren Berichte über Manipulationen bei der Verpflanzung von Lebern. Das alarmierte den Aufsichtsrat so sehr, dass er sofort handelte. Eckhard Querner berichtet. Gerade aus der Ägäis. Eine Woche. Ferien. Seine Ferien sind vorbei. Jetzt muss der Präsident der Technischen Universität zur dringend einberufenen Krisensitzung. Unter der Leitung von Wissenschaftsminister Heubisch tagt der Aufsichtsrat des TU-Klinikums. 18 Ärzte sind geladen. Sie werden stundenlang befragt. Denn seit Tagen gelangen immer neue Details des Organspendeskandals in dem Klinikum an die Öffentlichkeit. Konkret geht es um 9 Fälle von Unregelmäßigkeiten. So wurden Wartelisten für Lebertransplantationen manipuliert. In einem Fall soll sogar eine alkoholkranke Patientin eine Spenderleber erhalten haben, obwohl sie mindestens 6 Monate hätte trocken sein müssen. Nun zieht der Aufsichtsrat Konsequenzen. Vor allem wegen organisatorischer Mängel soll die Transplantationsmedizin aus 2 anderen Abteilungen herausgelöst werden und einen eigenen Chef bekommen. Man hat dann einfach klare Zuständigkeiten, anders als bisher, weil man eben doch gesehen hat, dass einzelne Bereiche etwas ineinander übergehen. Und das wollen wir alles lösen und damit auch ein klares Modell hier vorlegen. Doch damit sind die Manipulationen von Wartelisten noch nicht aufgeklärt. Wir wissen ja, dass die Bundesärztekammer weiterhin prüft. Wir wissen, dass die Staatsanwaltschaft wurde ja vom Rechts der Isar auch selbst sozusagen gerufen. Das wird natürlich vorangebracht. Obendrein müssen sich alle 6 Transplantationszentren in Bayern bereits im Oktober noch einmal einer Überprüfung durchs Ministerium unterziehen. Nach der Welle von Magen-Darm-Erkrankungen in Ostdeutschland können die Betroffenen auf Entschädigung hoffen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder. Gestern war bekannt geworden, dass tiefgefrorene Erdbeeren aus China sehr wahrscheinlich der Auslöser für die Infektionen waren. Die Catering-Firma, die die Früchte in Schulen und Kindertagesstätten geliefert hatte, entschuldigte sich und kündigte Entschädigungen an. Das Unternehmen werde vermutlich in den kommenden Tagen auf die Betroffenen zugehen, hieß es aus dem Brandenburger Gesundheitsministerium. Mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe wollen die Mittelmeerstaaten weitere Flüchtlingsdramen im Meer verhindern. Der tunesische Präsident Marzouki sagte zum Abschluss des Gipfeltreffens in Malta, es gehe nicht um ein sicherheitspolitisches Vorgehen, sondern einen humanitären Einsatz. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung verurteilten die Teilnehmer außerdem das Blutvergießen in Syrien scharf und forderten einen Regimewechsel. Der sogenannte 5+5-Dialog findet seit Anfang der 90er Jahre statt. An den Konferenzen nehmen 10 Anrainerstaaten des westlichen Mittelmeeres teil. Großbritannien hat 5 Terrorverdächtige an die USA ausgeliefert. Unter ihnen ist der islamistische Prediger Abu Hamza al-Masri. Der 54-Jährige wurde unmittelbar nach seiner Überstellung einem Haftrichter in New York vorgeführt. Er soll 1998 an einer Geiselnahme im Jemen beteiligt gewesen sein. Außerdem werfen ihm die USA vor, Terroristen ausgebildet zu haben, die später Anschläge verübten. Über die Auslieferung war jahrelang vor Gericht gestritten worden. Im südafrikanischen Rustenburg haben Minenarbeiter gegen die Entlassung von 12.000 Kollegen protestiert. Hunderte Demonstranten forderten den Konzern Anglo-American Platinum auf, die Kündigungen zurückzunehmen. Dieser hält den Streik für illegal. Die betroffenen Mitarbeiter seien nicht zur Arbeit erschienen und hätten auch nicht an Verhandlungen teilgenommen. Derzeit befinden sich etwa 80.000 Minenarbeiter im südafrikanischen Bergbausektor im Arbeitskampf.
Morgen könnte in Venezuela der selbsternannte Soldat des Volkes als Präsident wiedergewählt werden. 14 Jahre ist Hugo Chavez schon erster Mann im Land und gleichzeitig Anführer der Revolution für den Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Doch diesmal hat der Linke einen ernstzunehmenden Gegner. Enrique Capriles ist zwar erst 40, gilt aber als politerfahren. Für den Amtsinhaber ist er nur ein Handlanger des Yankee-Imperialismus. Peter Sonnenberg war dort, wo Chavez bislang seine Hochburgen hat, in den Armenvierteln. Es sind nicht mehr als 10 Quadratmeter Keller in einem der vielen Armenviertel von Venezuelas Hauptstadt Caracas. Diese 10 Quadratmeter sind für Marga Zapata Lebensunterhalt und sozialistische Verpflichtung. Denn hier verkauft sie staatlich subventionierte Lebensmittel an die Armen im Auftrag ihres Kommandanten, Präsident Hugo Chavez. Durch diesen Laden können alle in unserem Viertel die Lebensmittel einkaufen, die sie brauchen, weil die Preise hier viel niedriger sind. Früher, als wir in den teuren Läden kaufen mussten, konnten wir uns nicht immer satt essen. Für Marga Zapata und ihren Nachbarn gibt es keine Alternative zum Chavez-Sozialismus. Doch sie wissen, diesmal wird's eng für den Kommandante. Mittel- und Oberschicht standen nie wirklich hinter diesem Präsidenten. Mittlerweile macht sich die Enttäuschung auch bei vielen Armen breit, die trotz der angeblich größten Ölreserven der Welt von Wohlstand so gar nichts spüren. Chavez, obwohl geschwächt durch seine Krebserkrankung, kämpft gegen die drohende Niederlage an. Denn die Opposition mit ihrem gemeinsamen Kandidaten Enrique Capriles ist in Umfragen gleichauf. Der wirtschaftsnahe Berufspolitiker verzichtet weitgehend auf Kritik an seinem politischen Gegner. Seine Aufgabe ist es, bisherige Chavez-Wähler davon zu überzeugen, dass er die Sozialhilfeprogramme erhält und verbessert. Seine Anhänger feiern ihn, auch weil er kein Öl mehr zu Dumpingpreisen an befreundete Länder verkaufen will. Capriles will, dass mehr privates Geld in die Wirtschaft fließt. Nur die Privatwirtschaft kann richtige Arbeitsplätze schaffen, vor allem für die Jugend. Und die Sicherheitslage muss verbessert werden. Er tut was gegen die Kriminalität. Mehr Menschen bringt immer noch Chavez auf die Straße. An ihnen würde es nicht liegen, wenn am Wahltag der von ihrem Kommandante ausgerufenen sozialistischen Revolution die Luft ausgeht. Und damit zum Sport. In dieser Woche hat der FC Bayern München zum ersten Mal in dieser Saison verloren in den Champions League in Weißrussland. Aber in der Liga, Ocker Gundel, da bleiben die Bayern weiter ungeschlagen. Der deutsche Rekordmeister hat tatsächlich alle 7 Spiele in der Bundesliga gewonnen. Und nicht nur das, die Bayern haben in jeder Partie mindestens 2 Tore geschossen. Das ist also fast schon eine eigene Liga, in der sie gerade spielen. Diesmal musste Hoffenheim dran glauben, denn Franck Ribéry und die Bayern, das war heute eine Win-Win-Situation. Ja, und Feierlaune herrscht ganz sicher auch beim FC Schalke 04. Die Königsblauen besiegten nicht nur den VfL Wolfsburg, sondern auch ihren Ex-Trainer Felix Magath. Der erlebt im Moment eher unglamouröse Zeiten. Erst einen Sieg hat der deutsche Meister von 2009 in dieser Saison gelandet. Die Erfolglosigkeit beim VfL ist mehr als nur eine Momentaufnahme, auch wenn der Coach seinen ganz eigenen Blick auf die Dinge hat. Die weiteren Ergebnisse. Freiburg schlägt Nürnberg 3:0. Düsseldorf kassiert in Mainz die erste Saisonniederlage. Kräuter Fürth verliert gegen den HSV mit 0:1. Bereits gestern schlug Augsburg Bremen mit 3:1. Und morgen empfängt Gladbach Frankfurt. Stuttgart spielt gegen Leverkusen und Hannover gegen Meister Dortmund. Die Tabelle. Bayern München bleibt souveräner Tabellenführer vor Aufsteiger Frankfurt. Schalke jetzt auf dem 3. Platz vor Dortmund, Hannover, Düsseldorf und Leverkusen. Hamburg verbessert sich auf Platz 8. Die zweite Hälfte beginnt mit Freiburg, dahinter Bremen und Hoffenheim. Augsburg verlässt die Abstiegszone. Dort stehen aktuell Stuttgart, Wolfsburg und Greuther Fürth. Viel beliebter als Fußball ist in den USA die Sportart Basketball. Die prestigeträchtige Liga, die NBA, startet Ende des Monats in die Saison. Und in der Vorbereitung präsentiert sich das Team von Dirk Nowitzki, die Dallas Mavericks, alljährlich der Welt. Längst überfällig war da ein Besuch hier in Deutschland. Heute war es nun soweit. Das Meisterteam der NBA aus dem Jahr 2011 spielte zum ersten Mal hier bei uns, und zwar in Berlin gegen Alba. Fehlt nur noch das Wetter. Der Norden spürte ihn schon heute. Morgen erreicht der Herbst auch wieder den Süden. Details jetzt im Anschluss von Sven Plöger. Die Kollegen der Tagesschau melden sich das nächste Mal gegen 2.30 Uhr mit den neuesten Nachrichten. Das waren die Tagesthemen von heute. Und gleich beginnt schon ein neuer Tag.